Der Spirit von Monza ist legendär. 66 Rennen wurden auf der italienischen Rennstrecke bisher ausgetragen. Rekord in der Königsklasse des Motorsports. Die Tifosi jubeln, denn Ferrari ist mit 18 Siegen unangefochten Rekordhalter in Monza. Ein gewisser Gerhard Berger gewinnt 1988 mit der Roten Göttin. Michael Schumacher ist mit seinem Ferrari fünfmal siegreich und bis heute Rekordchampion. Im Jahr 2000 stellt er mit Rennsieg 41 die Bestmarke von Ayrton Senna ein. Emotionen gibt es auch in der aktuellen Saison. Ziemlich beste Freunde werden die Force India-Piloten Esteban Ocon und Sergio Perez nicht mehr. Etliche Male gibt es Reibereien zwischen den beiden. Egal ob beim Grand Prix von Aserbaidschan, beim Großen Preis von Ungarn oder zuletzt beim Grand Prix von Belgien. Den harten Duellen auf der Strecke folgen häufig harte verbale Bandagen. Doch die Streithanseln schlagen vor einem Rennen von Monza versöhnlichere Töne an. Wir vergessen, was in der Vergangenheit passiert ist und fokussieren uns jetzt auf die Zukunft. Wir starten eine neue Beziehung. Ich hoffe, dass wir fortan als Team arbeiten. Was passiert ist, ist passiert. Wir können es nicht mehr ändern. Sebastian Vettel, der hier bereits dreimal siegreich war, erinnert sich gerne an seinen ersten Triumph, 2002 für Toro Rosso. Damals hatten wir einen Ferrari-Motor bei Toro Rosso. Das Rennwochenende war unglaublich. Ich hatte die Pole Position und gewann das Rennen. Das sind Erinnerungen, die ich nie vergessen werde. Aktuell liegt Vettel nur 7 Punkte vor Lewis Hamilton. Die Tifosi hoffen natürlich auf einen Sieg der Scuderia.